Hallo Leute von heute. Heute habe ich wieder für euch ein Lego Star Wars Set. Es ist Yodas Jedi Starfighter. Er ist aus dem Jahr 2016, so Ende rum. Eigentlich ist er schon aus dem Programm gelaufen, aber ihr kriegt den noch überall für unter den Normalpreis, so für 22 anstatt 30 Euro. So, hier sehen wir dann das aufgebaute Set. Und ich würde sagen, wir starten mal wieder mal direkt mit den Minifiguren. Zu meiner Linken habe ich den Jedi-Großmeister Yoda und zu meiner Rechten habe ich R2-D2. Yoda ist halt eben die klassische Variante, auch mit dem Print hier, ist alles sehr klassisch. Und R2-D2 halt eben auch, also sind keine besonderen Figuren. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Rückseite an. Was ich schade finde, ist, die hätten vielleicht R2-D2 auch mal an den Beinen printen können, ja. Yoda ja, ist hier hinten auch noch ein bisschen geprintet. An den Beinen ist er komplett überhaupt nicht geprintet. Und ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Ja, das waren auch schon die Minifiguren. Wie schon gesagt, sehr magere Auswahl, aber ist ja auch schließlich Yodas Jedi Starfighter. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns auch mal das Set ein bisschen genauer an. Erstmal haben wir hier, wenn wir vorne die Luke öffnen und das dann so hochklappen, das Cockpit. Sehr schlicht gestalten, aber sieht trotzdem sehr schön aus. Dann können wir hier den Jedi-Großmeister Yoda reinsetzen, wenn wir vorher die Arme verklappen. Umklappen hier so ein bisschen. So, dann können wir das auch wieder schließen. Sehr schön. Dann können wir hier die Flügel ein bisschen zur Seite klappen. Und dann sieht man hier auch direkt Laserkanonen, mit denen er losballern kann. Ja. Von hinten sehen wir dann hier noch die Schubdrüsen. Und hier ist dann noch so ein Platz, wo man R2-D2 reinstecken kann. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. So, der wird dann ganz leicht reingesteckt. Und er wird dann auch nur von diesen einen Stud hier gehalten. Ja, das sieht sehr schön aus. Hier unten, wo war das? Hier an der Seite, das ist echt sehr gut verbaut hier, kann man sehen, dass da auch eigentlich noch zwei Spring-Loaded Shooter reingehören. Die sind echt diesmal wirklich gut verbaut, finde ich. Und ja, das ist sehr schön. Dann kann man auch, wie eben schon gesagt, hier die Flügel in alle beliebigen Positionen aufklappen. Und dann kann man den Jedi Starfighter so hinstellen. Oder lieber mit eingeklappten Flügeln. Wie man es halt lieber hat. So, das Set hat zwar nicht viele Funktionen, aber insgesamt finde ich es eigentlich sehr schön. Auch wenn die Minifiguren ja recht mager sind. Aber das ist ja auch egal. Ihr kauft euch ja das Set, um den Starfighter von Yoda zu haben. So, das war jetzt mein Review. Ich hoffe, euch hat das gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!